Hallo, 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 ihr magischen, zauberhaften Zuschauer ihr und willkommen zurück zu Simon the Sorcerer. Chaos ist das halbe Leben. Ja, ihr, also ich, versuche noch immer hier den Geheimgang zu finden, aber ich habe da schon eine Idee, wie wir den finden. So nämlich. Endlich war Simon der Zauberer an sein Ziel gelangt, nur um zu erkennen, dass sein Plan gescheitert war. Der geheime Zugang zur Burg, den er zu benutzen gedachte, war leider noch gar nicht fertig gebaut. Ein schwerer Schlag für den jungen Helden, der vielen Strapazen und Gefahren getrotzt hatte. Hatte sich das Glück von ihm abgewandt? Hatten ihn die Götter verlassen? Stand er nun am Ende seines Weges? Doch Simon wäre nicht Simon, wenn er nicht auch in dieser düsteren Stunde die Hoffnung bewahrt hätte. Er wäre nicht der tapfere Held, wie wir ihn alle kennen und lieben. Er wäre nicht der Schwarm aller Frauenherzen, wenn er nicht auch in dieser scheinbar ausweglosen Situation eine Lösung gefunden hätte. Wo jeder andere verzweifelt wäre, da kam Simon eine geniale Idee. Wenn's hier keinen Geheimgang gibt, dann gehe ich halt durch die Baustelle rein. Moment, eine Baustelle? Hier ist ja noch alles offen. Okay, und hier schaue ich mich erstmal um. Was gibt's denn hier so? Baustellenschild. Okay. When it's done. Das Bauunternehmen heißt also Luftschloss. Nun, man kann ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht ehrlich gesagt hätten, was man von ihnen zu erwarten hat. Ach, kleiner Schluck Kaffee und dann geht's weiter. Was haben wir hier? Unfertiger Burggraben. Das wird irgendwann in ferner Zukunft einmal ein stolzer Burggraben mit Krokodilen und tödlichen Fallen sein. Naja, momentan sind höchstens Frösche und ein paar Käfer zu sehen. Der ist auch nicht besonders tief. Magischer Barrieregenerator. Der magische Barrieregenerator 2500+. So ein Ding hält mich nicht auf. Schon gar nicht, wenn die Treibstoffanzeige auf Null steht. Warnschild. Do not enter. Do not enter. Ich glaube, das ist Englisch und bedeutet so viel wie trete ein. Okay, ist hier sonst was? Nee. Okay, wir gehen mal in den Burghof, beziehungsweise gucken, ob es funktioniert. Okay. Aha, auch hier sieht's aus wie auf einer Baustelle. Ich hatte nichts anderes erwartet. Immerhin scheint das Hauptgebäude mit dem Thronsaal fast fertig zu sein. Hübsch. Kistenstapel? Hinter diesem Kistenstapel könnte ich mich verstecken. Okay, was gibt's hier noch? Unvollendeter Turm. Das soll wohl mal der Bergfried werden. Und wenn sie nicht gestorben sind. Die Konstruktion hier oben sieht irgendwie komisch aus, wie so ein umgedrehter Tisch. Haus des Kämmerers, da gehen wir doch mal hin. Du schon wieder? Was gibt es Neues? Hast du Fortschritt gemacht? Fortschritte? Oh ja, es gibt große Fortschritte, sehr große Fortschritte. Was gibt's von dir für Neuigkeiten? Ich wollte dir nur noch einmal sagen, wie sehr ich dich bewundere. Wir machen mal alles von oben nach unten. Fortschritte? Oh ja, es gibt große Fortschritte, sehr große Fortschritte. Richtig große Fortschritte? Riesige, absolut riesige. Dann kann's ja bald losgehen. Oh, und ab. Was gibt es von dir für Neuigkeiten? Was geht dich das an? Nur weil du ein paar kleinere Dienstleistungen für mich erbringst, breite ich doch nicht gleich meine neuesten und wie immer brillanten Einfälle vor dir aus. Du bist doch sonst nicht so neugierig. Was? Ich und neugierig? Oh nein, das war eine Frage aus reiner Höflichkeit. Mich interessiert dein Kram wirklich einen feuchten... Wie bitte? Das interessiert dich alles nicht. Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. Den künftigen König des Reiches. Wenn der amtierende Nichtsnutz erst mit meiner genialen Lichtbündelmaschine geröstet wurde. Und das Allerbeste, ein König, der ohne erkennbaren Grund zu Asche zerfällt. Da glaubt am Ende doch jeder, dass der die Götter beleidigt hat. Ach, was habe ich da für eine geniale Maschine konstruiert.
Es fehlt tatsächlich nur noch ein einziges Bauteil. Hast du es dabei? Wenn ich es dabei hätte, wie sähe es dann aus? Na, wie solch ein wertloser Diamant eben aussieht. Weißt du nicht mal das, du tölpelhafter Handlanger? Sicher. Natürlich weiß ich das. Nicht, dass du mir nachher einen Saphir oder Rubin aus Glas bringst. Damit kann ich nichts anfangen. Ich wollte dir nur noch einmal sagen, wie sehr ich dich bewundere. Danke, Handlanger. Aber das weiß ich. Du gehörst zu den wenigen Privilegierten, welche schon jetzt wissen, was für ein begnadeter Herrscher bald dieses Königreich regieren wird. Die Sonne ist es nicht wert, euer Antlitz bescheinen zu dürfen. Jetzt übertreibst du aber. Ich sehe die Sonne eher als gleichberechtigten Partner. Ich muss, weiter. Aha, jetzt sehe ich klarer. Endlich weiß ich, was mein Doppelgänger im Schilde führt. Was es wohl mit diesem Diamanten auf sich hat, ich sollte mich im Haus von meinem falschen Zwilling mal umschauen. Aber den Diamanten haben wir ja schon, den falschen. Okay, dann schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Da kann ich nicht rein. Oder? Nö, das wird noch gebaut. Unfertiges Gebäude, ja. Sieht aus wie eine Filmkulisse. Aber welchen Film drehen die hier? Die Schaufel kann ich nicht mitnehmen. Dann gehen wir doch mal zum Hauptgebäude. In den Thronsaal. Ich sollte da nicht einfach so hereinplatzen. Das gibt nur Ärger. Jetzt, wie kann ich beweisen, dass der Kämmerer Böses vorhat? Du schon wieder? Was gibt es Neues? Hast du Fortschritte gemacht? Ich muss, weiter. Okay, da können wir nichts mitnehmen. Okay, ich gehe nochmal zu Alix. Vielleicht glaubt ihr mir ja jetzt, wenn sie da ist. Ist sie nicht. Ich weiß gerade nicht, ob ich ihm den falschen Diamanten geben sollte. Ich glaube, ich gehe noch mal zur Trollbrücke und rede mit ihm. Er verkauft doch Edelsteine. Hallo, bist du da drin? Wo soll ich sonst sein? Was willst du? Ich wollte mich nur bedanken, dass du mir nichts von den Lücken in der Burgmauer gesagt hast. Hey, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du mich nach einer Lücke gefragt hast. Und was erwartest du von einer Information, für die du nichts bezahlt hast? Was würdest du machen, wenn dir die echten Diamanten ausgehen? Würdest du Fälschungen verkaufen? Das wäre natürlich Balsam für meine Drachenseele, euch Menschlein mit Glasperlen abzuspeisen. Aber meine Händlerehre erlaubt einen solchen Betrug nicht. Das wäre nämlich langfristig nicht gut fürs Geschäft. Würdest du denn falsche Diamanten verkaufen, wenn du keine echten mehr besitzt? Für die Händlerehre ein Geschäft sausen lassen, das ist eine schreckliche Vorstellung. Und das für Kunden, die womöglich den Unterschied gar nicht bemerken. Also ganz unter uns, da könnte ich schon schwach werden. Glücklicherweise passiert sowas nie. Aha, wusste ich's doch. Das ist ein bisschen verwirrend, aber trotzdem ist der Drache leicht zu durchschauen. Wenn er eine Bestellung für einen Diamanten reinbekommt, aber keinen auf Lager hat, dann wird er einen falschen Stein ausliefern. Da wette ich drauf. Das Dumme ist nur, er hat ja einen echten Stein auf Vorrat. Ich muss also zuerst dafür sorgen, dass den jemand bestellt. Danach gelingt es mir vielleicht, meinem Doppelgänger den falschen Stein unterzujubeln. Aber hä? Wir haben doch schon einen falschen Diamant. Ich komme jetzt gerade nicht. Hä? Wieso sollen wir jetzt nochmal einen falschen Diamanten
bestellen. Wir haben doch schon falschen Diamanten. Hä? Das kapiere ich gerade echt nicht, also. Du schon wieder? Was gibt es Neues? Hast du Fortschritte gemacht? Ich muss, weiter. Ich gehe noch mal zum Haus meines Doppelgängers. Okay, der redet immer noch mit Alex. Hier drin war der Diamant. Na, ist es denn die Möglichkeit? Hier hat mein Doppelgänger seine noch unerledigten Arbeiten notiert. Hätte nie gedacht, dass dieser Ausbund an Ordentlichkeit ein paar Schwachstellen hat. Das ist schon sehr viel sagen, was er da vor sich herschiebt. Okay. Was jetzt? Wen könnte ich davon überzeugen, sich einen Diamanten zu bestellen? Hallo, wir kennen uns doch, aber dein Zustand lässt wirklich immer mehr zu wünschen übrig. Langsam gehst du mir auf die Nerven. Natürlich kennen wir uns. Was willst du jetzt schon wieder? Als ehemaliger Geldadel hast du doch sicher schon was über gewisse Kunstdiebstähle in dieser Gegend gehört. Oh ja, sicher erinnere ich mich. Dieser Bastard von einem Kunstdieb hat mein wertvollstes Bild geklaut. Und was soll ich dir sagen? Es ist wie vom Erdboden verschluckt. Das Einzige, was man gefunden hat, war ein linker weißer Handschuh. Dieser Blödmann war so dreist, sein Markenzeichen am Tatort zurückzulassen. Ein linker weißer Handschuh, sagst du? Wie extravagant. Das finde ich auch. Aber da hat sich der Schurke verrechnet. Sie haben ihn nämlich deswegen gefunden. Der Schneider war's, der die Handschuhe hergestellt hat. Bei ihm hat man nämlich jede Menge weißer Handschuhe gefunden. Jetzt sitzt dieser Halunke im Gefängnis. Aber das ist alles schon eine Weile her. Man hat nur ein paar weiße Handschuhe bei ihm gefunden? Sonst nichts? Nein, aber ich bitte dich. Wer hat schon ein Dutzend rechte weiße Handschuhe zu Hause? Zum Beispiel ein Schneider, der Handschuhe herstellt. Da könnte was dran sein. Aber sicher ist sicher. Besser, Sie behalten diesen Schneider im Kerker, ehe noch mehr Bilder verschwinden. Genau. Am besten sollte man einfach alle Leute einsperren. Dann kann niemand mehr etwas klauen. Tolle Logik. Hallo, wir kennen uns doch. Aber da... Und? Das wollte ich fragen. Weißt du, warum die Burg auf der Hinterseite so ein riesiges Loch in der Mauer hat? Wahrscheinlich gibt es in der Burg nichts Wertvolles, das man stehlen könnte. Sonst hätte der König bestimmt Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ach, eigentlich wollte ich ja nur mal hören, ob du dich erholt hast. Scheint nicht der Fall zu sein. Tja, dann bis später. Okay, dann rede ich mal mit den anderen Leuten. Ich rede nochmal mit dem Yogi da. Dem Yogi-Bär. Ich kraul meine Katze. Weil die gerade auf den Tisch gesprungen ist. Was macht dein innerer Frieden? Er hat sich soeben in Luft aufgelöst. Du hast nicht zufällig eine Erleuchtung über die unfertige Burgmauer empfangen, hm? Vor allem habe ich Erkenntnis erlangt, dass es verboten ist, von dieser Lücke überhaupt nur zu sprechen. Und das gilt auch jetzt noch. Du bist also besser still. Ich gehe dann mal wieder hin. In Frieden oder so ähnlich. Der Pizzabäcker, kann man sich bei dem irgendwie einen Diamanten bestellen? Eine Pizza mit extra Diamanten oder so ein Scheiß? Buongiorno ragazzo, hier bei Giovanni bekommst du die beste Pizza aller Dimensionen. Was willst du bestellen? Ich gehe dann wieder.
Arrivederci, amico mio. Okay. Nee, im Rathaus. Ja, bitte. Ich geh dann mal. Nee, bei ihm kann ich auch nichts mehr machen. Bei der Großmutter? Wie kann ich am Mikrofon reiben? Ich hoffe, du hast endlich was gegen meine Bauchschmerzen. Ich gehe dann mal wieder. Haben wir was gegen deine Bauchschmerzen? Nee, nicht wirklich. Mika, nicht auf die Tastatur treten. Geh mal runter, Schatz. Sei eine gute Katze. Und bevor sie jetzt irgendwie das Spiel beendet, weil sie drauf drückt, tretet. Ach, Vika. Ja, ich lieb dich auch. Bleib mal bitte unten. Ein großes, gruseliges Tor zu einem verfallenen Tempel würde ganz gut in einen Horrorstreifen passen. Aber was macht es hier? Ich habe keine Idee, was ich jetzt machen soll. Vor allem ergibt es für mich so absolut keinen Sinn mit dem Diamanten, weil warum soll ich jetzt irgendwo jemanden einen echten Diamanten liefern lassen, damit der Terribilix hier danach einen falschen Diamanten liefert, wenn ich schon einen falschen Diamanten habe? Das ergibt keinen Sinn. Echt nicht. Das ergibt bestimmt einen Sinn, nur kapiere ich's nicht. Ein Aufbewahrungsort für Rechnungen, unerwünschte Liebesbriefe und überfällige Fanpost. Okay, Leute, ich glaube, ich mache jetzt mal einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich verstanden habe, was ich jetzt machen muss, weil gerade ist das alles ein bisschen, nicht gerade nachvollziehbar und logisch für mich. Also, bis dann und vergesst nicht, ich liebe euch. Von ganzem Herzen. Allen beiden. Ciao.